Hallo und willkommen zur vierten Folge Let's Play Knack. Ich schließe mich jetzt mal den ganzen Tobak an und nenne das jetzt auch so. Vielleicht sage ich ab und zu nochmal Knack oder Knack, wie auch immer, wie es passt, ne? Und wir sind jetzt in Kapitel 2.2, immer noch bei den Hochlandklippen, aber wir befinden uns jetzt in der Klippenmine, ne? Und weiter geht's. Diese Tunnel wurden vor 100 Jahren gegraben, auf der Suche nach Relikten. Tja, wissen wir das auch schon mal. Weiter geht's. Vorher noch ein paar Sonnensteine. Ah, nein, da hinten ist schon wieder einer mit Pfeil. So, dann habe ich jetzt erstmal einen verpasst. Der hier ist auch weg. Na, ich glaube, für die beiden hätte ich mir das eher sparen können. Damals hat man hier sehr viele gefunden. Aber jetzt ist diese Mine so gut wie erschöpft. Ah ja, gut. Oh. Na ran hier, los, komm. Okay, die brauchen schon zwei Hiebe. Bis die down sind. Komm ich hier rüber? Nö. Kobold. Ich hau mir erst den Käfer weg und dann den Kobold hier, ne? Ist hier was drinne? Steine! Und Sonnensteine, cool. Die brauche ich auf jeden Fall. Also doll hat sich das jetzt aber auch nicht aufgefüllt. Verdammt. Na egal. Kriegen wir auch so hin. Okay. Der schlägt hier schon mal. Der andere hat ja geschossen. Wir bahnen uns den Weg durch die alte Mine. Oh, ein großer Kobold mit der dicken Nase. Er schwingt ja seine Keule ohne Ende. Gut. War doch nicht so schwer. Was ist noch eine? Achso, das ist uns. Ich habe schon gedacht. Da sind wieder die Fallen. Okay, ich versuche jetzt hier mal so gut wie möglich durchzukommen. Weil so oft gibt es ja hier dann doch keine Lego-Steine, ja? Habe ich schon mitbekommen. Ich werde sicherlich noch öfter einen Fail haben, als mir lieb ist. Ne? Der schießt jetzt hier wieder, wa? Jo. Zack. Kriegt da einer. Vom Knack. Zack, der. Ich nenne das dann mal irgendwie... So wie ich gerade Bock habe, ja? Machen wir das so? Okido. Dann komm mal ran hier. Wow, wow, wow. Boom. Geh doch. Na toll, das hat sie jetzt richtig gerockt, ja? So ein bisschen nur aufgefüllt. Also. Irgendwie findet man Relikte immer in solchen Gebäuden. Aber ist das überhaupt ein Gebäude? Es gibt keine Tür. Kein Mensch hat hier je gelebt. Ja, na, ja, wenn du das sagst, du scheinst dich ja damit auszukennen. Ich wollte gerade sagen. Hier gibt es bestimmt wieder... Wow! Auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, hier gibt es bestimmt wieder was. Die Frage ist nur, muss ich hier lang oder muss ich... Ah, ich glaube, ich muss dann hier lang. Ich gucke erstmal nach da hinten. Dachte ich mir schon. Ah ja! Auf jeden Fall. Habt ihr ein Geheimnis entdeckt? Jawolli! So muss das laufen. Ne? Okay, ihr kennt ja den. Steht mittlerweile schon. Ich hatte es ja erwähnt, es kann sein, dass der Turm gleich wieder weg ist. Aber ich mache das ganz schnell. So, im Bau. Verwandler. Bei niedriger Gesundheit setzt das Zerbrechen von Sonnenstein-Relikte frei. 1 von 6 habe ich schon mal. Also, was das hier angeht, schon. Von den anderen Teilen habe ich schon 2 von 7.
Danach kann ich dann so ein Combo machen, wo ich dann 8 Treffer austeilen kann, ohne selbst Schaden zu nehmen. Irgendwie so war das, glaube ich. Da stand was von. Ja, wir sind jetzt schon ein wenig größer. Genau. Ja, immer umgucken. Es gibt dann immer so zwei Wege, wo man denkt, okay, hier könnte es... Gut, dass ich da lang gegangen bin. Ich wette, ich wäre hier nicht wieder zurückgekommen. Oh. Das sind die Koboldpanzer. Wir haben sie irgendwie überholt. Na, lange hält die Brücke aber auch nicht mehr. Lange hält die alte Straße das nicht mehr aus. Ja, ist doch gut. Oder nicht? Ah, jetzt komme ich dann dadurch hoch, wa? Irgendwie so läuft das. Oh, eine ganze Kobold-Gang. Los. Wart hier Knack und Back mit euch. Oh. Boah. Das war nicht so gut. Okay, dann hätte ich auch so eine geben können. Ah, hier kommen ja noch mehr. Das fällt euch ein. Haut da rein. Ich habe gar keine Energie mehr. Also ein Treffer und ich bin hin. Mal wieder hin. Ah ja, Steine. Lego-Steine. Oh, geil. Richtig viel. Da unten sind die anderen. Jetzt haben sie mich gesehen. Ich kann nach Hause gehen. Oh ja, wenn ich größer bin, brauche ich ja nicht viel Treffer bei denen. Ne? Ist ja klar. Da hat der große Nag viel mehr im Gepäck. Das sag ich jetzt mal. Ein Panzer kann er auch noch annehmen. Cool. Und wegschmeißen sogar. Na gut. Danke, Nick. Eine Schelle. Komplett aus der Rüstung geschlagen. Geil. Hier durchhören kann ich auch. Hallo, Leute. Runtergehauen, als wäre es nichts. So schnell konnten die auch gar nicht abhauen. Na kommt. Nicht, dass hier noch irgendwie was ist. Manchmal ist es so, man denkt, man ist an so einer Stelle. Schnell weiter und dann guckt man gar nicht so in die Ecken. Aber da haben sie dann meistens was versteckt, die Entwickler. Na? Okay. So, die bombe ich jetzt mal weg. Gleiche mit meinem Lego-Steinsturm. Oder Wirbel hatte ich das ja genannt, glaube ich. So irgendwie so in dem Dreh. Hier ist nur einer. Der hat sich gar nicht zu mir getraut. Hat gedacht, ich sehe ihn nicht, oder was? Bam! Boom! Komm, wir spielen ja Bowling! Was? Ich bin übrigens die Bowlingkugel, ja? Kostet das auch Energie? Nee, wollte gerade sagen. Das kann ich doch immer machen. Na gut, das soll ich öfter mal machen. Zack, und dann kann ich ja noch springen. Kann ich das auch in der Luft machen? Tatsache. Boom, boom, boom. Ich hau hier weg die Gummibären. Viel größer sind sie jetzt auch nicht mehr für mich. Wie kleine Gummibären. Kleine blaue Gummibären, vielmehr. Ja, mal gucken. Ich muss noch mal kurz runter. Sicher ist sicher, ne? Nee, wohl eher nicht. Hier vielleicht. Oder hier. Das sah so aus, als würde ich das kaputt machen können. Na ja, egal. Bah, egal, wollte ich sagen. Kleiner Versprecher. Oh. Ja, ne? Komme ich da noch rein? Ah, ein Kontrollraum. Aber in dem Generator sind keine Relikte mehr. Bist du dir sicher? Also wir kamen ja von da hinten, ja? Wir kamen ja... Genau, wir kamen von hier. Gibt es hier noch irgendwie was? Nö.
Ich wollte es nochmal probieren, also ich drücke jetzt Dreieck. Einen Moment, Doc. Ja. Ich mach mal eben das Licht an. Aha. Also die Stimme verändert sich auch von der Größe her. Wenn er klein ist, hat er eine andere Stimme und dann ist es Bescheid. Auf geht's. Habt ihr eben gehört. Genau das meinte ich. Wow. Oh toll, jetzt habe ich hier meine ganzen Steine dafür reingebrettert, oder wie? Das hätte ja noch nicht... Nee, toll, ja, da hinten schon wieder Wilhelm Tell-mäßig, hier der Kobold. Mit dem Bogen. Drei Pfeile hat er auch noch am Start. Da kriege ich jetzt einen in Slow-Mo. Da sind sie wieder, die blauen Gummibären. Stelle links, Stelle rechts. Knack und Bark. Komm ich hier lang? Tatsache. Hau mal rein. So, komm, füll das mal auf. Oh, ich hab gedacht, es gibt mehr Energie. Naja. Kommen wir auch so mit klar, ne? Oh, da hinten ist wieder Indianer-Kobold. Wow, Fallen! Fallen! Ich löse erstmal die Fallen aus, sonst komme ich hier schlecht drüber. Bei der letzten bleibe ich natürlich wieder hängen, ja. Aber wir können ja noch ein paar Schläge ab. Tja, da haben wir wieder die Steinchen. So muss das laufen. Ich hoffe, ich falle hier nicht runter. Ach, na, das gefällt mir schon besser. Weißt du was? Dich habe ich auch in einer Höhle entdeckt, wie diese hier. Siehst du dieses Podest? Wenn man diese Höhlen findet, falls es klappt, ist da so ein Podest. Und nie steht was drauf. Nur einmal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein. Da fand ich eine Höhle, die war anders. Es wird erzählt, dass diese Orte einst lebendig waren und dass es Relikte in Massen darin gab. Doch seit Generationen hatte das niemand je gesehen. Bis damals. Auf dem Podest stand eine leuchtende Kugel und um sie war eine Konstellation in Gold und Rot und Blau. Ich streckte die Hand aus. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Und die Kugel kam zu mir. Ich brauchte viele Jahre, um das Geheimnis zu entschlüsseln und die Macht der Kugel zu verhundertfachen. Doch schließlich konnte ich das Puzzle lösen. Und das Ergebnis warst du. Hey, sehen wir es uns aus der Nähe an, ja? Ist auf jeden Fall schön gemacht. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Also viele werden das sicherlich nicht so toll finden, das Spiel. Aber ich finde es mal was anderes. Mir gefällt es eigentlich. Sonst würde ich es ja nicht let's playen, ne? Komm her, ja, kleiner blauer Gummibär. Oh, nicht, dass ich da runterfalle. Wow, hier schon wieder Wilhelm Tell-mäßig. Wow, auf jeden Fall. Hat er gerade dagegen geballert? Volltrottel. Kann ich hier die Brücke runterhauen oder das Ding? Nee, okay. Hätte sein können, dass man damit irgendwie interagieren könnte. Gummibären. Komm, der Dicke macht jetzt hier einen Schuh. Da hinten ist schon wieder eine Kiste mit Lego-Steinchen. Ist ja auch egal. Es ist mal wieder soweit. Ich mache jetzt einen Break. Also bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder beim zweiten Teil von Folge 4. Wir sind immer noch in der alten Klippenmine. Und weiter geht's. Na, sage ich nur. Oh, Wilhelm Tell hat mich noch nicht gesehen. Ah, ich habe mich wieder zu früh gefreut. Ich war selbst erstaunt, dass ich hier gerade rübergekommen bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Lego-Steine! Wir sind wieder etwas größer. Gucken wir mal hier lang. Nicht, dass wir hier irgendwo runterfallen. Okay, hier scheint nichts zu sein. Dann geht's hier weiter. Zurück.
Na. Der Dicke haut die Brücke in Stücke. Alles okay, Doc? Einfach prächtig. Tja, dann müssen wir da wieder hochklettern. Jetzt bin ich da runtergefallen. Ja, ich und meine banalen Fails. Ja, also man kann hier also doch abschmieren. Ah! Man kann auch mehrmals abschmieren. Und das schnell hintereinander. Bam, boom und zack. Ich bin knack. So. Double KO. Das war ja eben wieder blöd. Sowas passiert immer mir. Zweimal hintereinander da runtergefallen. Gibt's ja nicht. Kann ich irgendwas kaputt hauen? Wohl eher nicht. Okay. Okay, wir sammeln jetzt wieder ein wenig Sonnensteinenergie. Falls dann doch mal was Härteres kommt. Hau ich den gleich meine Lego-Steine um die Ohren. Hey, knack, hoch da. Oder Nack. Ihr wisst ja Bescheid, wie ich das jetzt dann so nennen werde. Eine von den drei Dingern wird schon... Sag mal. Also erstmal hau ich den Dicken jetzt vorbei. Definitiv. Hier der kleine Indianer, der kriegt jetzt auch noch eine. Ich bin fast wieder hin. Eieieiei. Zwei Wilhelm Tales, na toll. Ich habe keinen Apfel, ihr braucht nicht auf mich schießen. Ah ne, sind ja welche mit der Keule. Da hinten ist ein. Jetzt bin ich auch schon hin. Nein, jetzt fange ich hier unten wieder an. Ihr spinnt doch. Also einen Checkpunkt hätte da früher schon mal irgendwie, ne? Das wäre schon mal... Oh, was habe ich schon wieder einen Treffer kassiert? Aber wie ich sehe, wird die Sonnensteinenergie trotzdem gespeichert. Irgendwie. Man kann die sich dadurch dann auch aufladen. Also, wenn ich mal beim Endboss sein sollte und mir fehlt das, ich habe davor die Möglichkeit, so eine Dinger zu kriegen. Also, würde ich jetzt so machen. Fällt mir gleich ein, dann würde ich ein paar Mal drauf gehen und mir dann immer so die Energie ansparen. Ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. So, jetzt aber hier, komm. Jetzt habe ich es geschafft. Ah ne, ich bin ja da hinten drauf gegangen. Mal erstmal hier. Mister. Boah, wenn der dich jetzt trifft mit drei Dinger, Hallöchen, sag ich nur. Okay, das war jetzt komplett ein Double KO. Er und ich. Oh, nee. Okay, die Energie muss ich mir jetzt irgendwie aufsparen. Versuche ich mal. Oh, schon wieder ein Treffer hier kassiert. Es mag vielleicht einfach aussehen, aber in gewissen Situationen hier ist das nicht, sage ich euch gleich. Also, okay, ich habe ja schon Dinger durch bei Devil May Cry mit einem Ausweichen oder God of War, bei God of War 2, wo man die eine Prüfung da bestehen muss, musste 40 Gegner killen. Nicht einmal getroffen werden und dann zum Schluss noch die Minotaurus fertig machen. Ohne einen Treffer, ja? Sag ich nochmal. So. Das ist hier Ende Gelände. Springe ich mal gleich ein bisschen früher. Schnapp ich mal hier den mit der Keule. Ran hier. Okay, das mit dem Sprung oder mit dem Sturzflugsprung, das ist eigentlich ein ganz gutes Ding. So, jetzt hätte ich aber, glaube ich, wieder einen Checkpoint erreicht. War da unten was? Habt ihr irgendwie was? Nee. Hier vielleicht noch irgendwie ein Stein, bin ich kaputt, auch nicht. Na gut. Denn hoch da. Nein, nein! Oh, ich Vollidiot, man kann ja auch den Dinger noch ausweichen in der Luft. Da war eben so eine Slow-Mo.
Egal. Bin eh gleich wieder hin. Aber ich denke mal, ich fange dann hier vorne an. Habe ich nicht noch irgendwelche Steine für mich? Komm, ein paar Lego-Steinchen. Du seid mal nicht so. Bam. Okay. Einer nach dem anderen. Da komme ich auch nicht hoch. Ich bahne mir meinen Weg. Oh, da gibt es wieder Steine. Jawolli, lass es ein paar mehr sein. Auf jeden Fall. Jawoll. Knack ist wieder bis zum Anschlag voll. So. Ich habe Angst, dass ich hier abschmier. Wow, zwei kleine Indianer. Boah, das ist ja nun kommen. Oh, ich habe schon gedacht, kommt noch ein Kobold. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, zieh dir mal bitte ein anderes Hemd an. Verwechsel dich immer. Oh, wow, wow. Ah ja, kommt. Oh, hab ich mich gerade gefreut. Steine hier am Start. Krieg ich sofort wieder einen und verliere wieder welche. Naja, gut. Komm ich hier hoch? Anlauf auch nicht, oder? Nee. Das macht er dann wahrscheinlich immer so ein bisschen automatisch. Dass er sich dann an so einem Vorsprung festhält. Da war ja dann auch so eine kleine Videosequenz, wo er vorhin hochgeklettert ist. So war das ja. So, hätten wir wieder einen Checkpunkt, denke ich mal. Weg hier! Okay, zurück können wir schon mal nicht. Mehr. Lasst mich zurück. Jo, okay. Wie ihr seht, wir sind jetzt im Kapitel 2.3. Das war's denn auch erstmal wieder mit Folge 4. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch wenn ich hier ein paar Fails hatte, ist ja auch egal. Ihr wollt ja lachen. Oder auch nicht. Na gut, ich bedanke mich fürs Zugucken. Vielleicht schaltet der ein oder andere mal wieder ein. Wäre fein. Und dann sage ich schon mal bye bye, tschüss und auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play.